Meine Reise zu den schönsten deutschen Ferienregionen setze ich mit diesem kurzen Film heute fort. Heute besuche ich Bad Wildungen im Waldecker Land. Bad Wildungen ist eine Kleinstadt und ein Kurort im Landkreis Waldeck-Frankenberg im westlichen Nordhessen. Der Kurort war viele Jahre eines von 5 hessischen Staatsbädern. Bad Wildungen mit seiner sehenswerten, wunderschönen Altstadt liegt an den Ausläufern des Kellerwaldes im sogenannten Ferienland Waldeck. Durch die Stadt fließt die Wilde, die beim Ortsteil Weger in die Eder mündet. Dieser Fluss bildet später den Edersee, der sich etwa 10 Kilometer Luftlinie nordwestlich der Kernstadt Bad Wildungen befindet. Oberhalb von Bad Wildungen finden wir das Barockschloss von Friedrich Stein, das 1660 von Graf Josias II. Begonnen und von 1707 bis 1714 unter Fürst Friedrich Anton Ulrich fertiggestellt wurde. Ein Besuch lohnt sich schon deshalb, weil man von der dortigen Hotelterrasse aus einen einmalig schönen Rundblick auf die Stadt und die Umgebung hat. Im Stadtzentrum und entlang der Brunnenallee gibt es zahlreiche historische Villen, in denen sich auch abwechslungsreiche Gastronomie befindet. Im Zentrum der Altstadt steht die evangelische Stadtkirche, eine spätgotische Hallenkirche aus dem 14. Jahrhundert. In ihr kann man viele wertvolle Kunstschätze bestaunen. Mein Fazit nach dem Aufenthalt in Bad Wildungen: Ein längerer Aufenthalt macht wirklich Sinn. Nicht nur, um eine der üblichen Trinkkuren durchzuführen. An die Stelle der klassischen Trinkkur trat im Laufe der Zeit die medizinische Rehabilitation. Heute finden wir in Bad Wildungen etwa 20 Kliniken, die die Krankheitsbilder der Orthopädie, der inneren Medizin und Rheumatologie, der Psychosomatik, Neurologie, der Onkologie und die Urologie behandeln. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime runden das Angebot in diesem Kurort ab. Nur ganz kurz etwas zu dem wunderschönen langgestreckten Kurpark, den ich in einem meiner nächsten Filme ausführlich beschreiben werde. Ende der 1990er Jahre wurde der Kurpark der Stadt Wildungen, übrigens nach Westen hin durch eine naturnahe grüne Brücke mit dem benachbarten Kurpark Reinhardshausen zu einem Großkurpark verbunden, der nun mit einer Fläche von 50 Hektar als größter Kurpark Europas angesehen werden kann. Im Jahre 2006 kamen aus Anlass der Landesgartenschau sogar noch 18 Hektar hinzu. Ich komme nun zum Schluss. Diese und weitere bunte Bilder sammelte ich vor einigen Jahren, meistens in der Osterzeit,
wie Sie sicher schnell erkannt haben. Ja, und jetzt frage ich Sie, Lust bekommen auf Bad Wildungen? Ich denke ja. Also dann bis zum nächsten Mal im schönen Waldecker Land.